Schätze, wir schulden dir was. Jemand hat bei dieser furchtbaren Brücke Vorräte von Eden's Gate geklaut. Die finden den Dieb nicht. Aber endlich ich wette, er ist einer, ganz der was drauf hat. Hallo, Deputy. Hilf mir, bevor ich dich hasse es, gefesselt zu sein. Du hast die Kastanie aus dem Feuer geholt. Danke, dass du uns da rausgeholt hast, Junge. Ich bin Merle. Merle Briggs. Diese Drecksäcke lassen mich jeden Tag bereuen, an dem ich sie mit ihren miesen kleinen Plänen durchkommen ließ. Ich wusste, dass so was nötig wird. Komm! Wir schulden dir was. Okay, dann hör mal zu. Diese Drecksäcke lassen mich jeden Tag bereuen, an dem ich sie mit ihren miesen kleinen Plänen durchkommen ließ. Ich wusste, dass sowas passiert. Aber ist jetzt auch egal. Erstmal müssen wir diese Leute beschützen. Ich weiß, wie wir es der Sekte heimzahlen können.
Aber um das richtig zu machen, brauchen wir meinen Todeswunsch. Das ist mein Truck. Leider steht er in einer Werkstatt, die von diesen Wichsern überrannt wurde. Geh rüber zu US Auto und hol ihn dir. Ich passe so lange auf die Leute hier auf. Wir treffen uns dort und dann knöpfen wir uns diese Arschlöcher vor. In Vergessenheit gerät. Wie viele von uns hatten als Kinder und Jugendliche große Freude an seinen tollkühnen Stunts. Nicht nur in Montana.
Hey, Kumpel. Es gab Zeiten, da hätte sich kein... Wenn wir Eden Skate aus dem County vertreiben wollen, bin ich froh, dich zu sehen. Müssen unsere Fahrzeuge immer gut in Schuss sein. Diese Werkstatt wird uns dabei helfen, die Straßen von Peggy's zu befreien. Ist eine wirklich große Anlage. Du solltest mal nachsehen, ob alles läuft. Kannst du mir helfen? Super, dass du das von der Sekte zurückerobert hast. Mein Trupp wollte die Werkstatt verteidigen, aber es waren zu viele für uns. Wir wurden erwischt und eingesperrt. Sie wollten noch entscheiden, ob sie uns zu John, Jacob oder Faith schicken. Wenn du die Gegend durchkämmen und die anderen befreien könntest, wäre ich dir echt dankbar. Lass mich einen Moment durchatmen. Hab gehört, die Sekte wartet hier all ihre Autos und Lastwagen. Jetzt gehört das uns. Danke für die Hilfe. Das ist nicht gut. Wir haben ein... Ich habe mich hier irgendwie im Klo eingesperrt. Der Schlüssel muss irgendwo beim Tresen sein. Vielleicht liegt er auf dem... Du hast da eben für uns den Ausschlag gegeben. Vielen Dank. Ganz klar. Wir stecken in der Klemme. Der Beauty... Die haben sich mit dem Todeswunsch aus dem Staub gemacht. Das ist schlecht. Da ist ein M60 drauf. Wir müssen ihn zurückholen, bevor die Sekte anfängt, Schweizer Käse aus allem zu machen. Das Ding schluckt Benzin wie ich Bier. Mit etwas Glück müssen die Peggys bald nachtanken. Sieh mal bei der Golden Valley Tankstelle nach. Das ist die nächste. Aus Larrys Haus kommt so ein verrücktes Leuchten. Vielleicht ist es nur eine Überspannung im Netz, aber ich fürchte, er macht wieder ein Experiment. Wir sollten nach ihm sehen. Ist eigentlich ziemlich nett hier. Rappen ist wie eine Versicherung, aber du zahlst die Prämie nicht. Du solltest lieber hoffen, dass du kein Dieb... Thank you.
Truck holen! Schaff den Truck hier weg! Wir verschwinden von hier. Komm schon, nicht sie weg! Danke. Du machst echt verflucht gute Arbeit, Jungspund. Aber Eden's Gate wird nicht einfach so durch. Der Beauty, bist du in der Nähe der Golden Valley Tankstelle? Steht da mein Truck? Das müsste er. Geschützt. Das Ding ist hier. Tritt aufs Gas, Junge! Nicht diese! Ohne dich hätten wir es nicht... Diese verfickte Sekte! Ich wusste vor allen anderen, dass die Seeds ein Haufen Unruhestifter sind. Ich bin ihnen früh auf die Pelle gerückt. Und ehe ich's mich versah, war ich in Schwierigkeiten, weil ich zu hart zu Eden's Gate war. Ist das zu fassen? Also konnte ich mich nur noch auf das vorbereiten, was kommt. Ich habe mich eingedeckt. Essen für 10 Jahre, Luft- und Wasserfilter, also Scheiß. Hat Monate gedauert. Ich war für alles bereit. Hättest mal sehen sollen, wie die Leute mich angesehen haben. Als wäre ich irre oder so. Tja, und wer hatte recht bei? Briggs, verdammt. Natürlich kam die Sekte und drehte mir den Hahn ab. Hab alles verloren. Hier bin ich also. Sind sie mit ihrem Todesmann? Thank you.
Genau, einfach umfahren! Da drüben! Ramm die Blisthand! Hilf mir mal beim Zielen, ja? Ruhig! Ruhig! Hunderte und Aberhunderte von Kugeln für euch! Ich sehe immer noch Blisthand! Das könnt ihr vergessen! Schaden als ich, alter Sack. Grüß Dutch von mir, wenn du ihn das nächste Mal siehst, ja? Ein mächtiger Gott! Du machst echt verflucht gute Arbeit, Jungsfund. Aber Eden's Gate wird nicht einfach so Däumchen drehen. Wenn wir zuschlagen, schlagen sie härter zurück. John wird versuchen, dich aus der Luft aufzuspüren und er wird bewaffnete Konvois auf die Straße schicken, um dich abzufangen. Pass bloß auf dich auf! Hey, Deputy! Weil du so ein fleißiges Bienchen bist, war der Widerstand in der Lage, neue Vorräte anzulegen. Guck mal im Laden vorbei, wenn du die Gelegenheit hast. Nixon. Zu dieser Zeit war ein kaum bekannter Stuntman aus dem Holland Valley spontan in Flammen auf, während er einen Stunt namens die Feuertaufe durchführte. Für diesen feurigen Teufelskerl ist alles möglich. Leistung.
ist allgegenwärtig. Sie treibt uns. Die Peggys haben False End übernommen. Wenn du mich hörst und wenn du uns helfen kannst, dann brauchen wir dich. Mary. Zu unsprechlichen Taten. Ich kenne das Gefühl, das dich antreibt. Ich kenne es aus persönlicher Erfahrung. Aber ich kann dir helfen, Deputy. Ich kann die Sünde abwaschen. Ich kann deine Seele reinigen. Es wird schwierig und es wird schmerzhaft. Aber es wird sich lohnen. Meine Leute sind auf dem Weg zu dir. Sie werden dich zu mir bringen. Kämpfe nicht. Denn je stärker du dich wehrst, desto gründlicher werden wir deine Seele schrubben müssen. Nein, der da. Kommt mir nicht sehr würdig vor. Das haben wir nicht zu entscheiden. Bring ihn runter zum Wasser. Die Reinigung beginnt heute Nacht. Paradies. Der da nicht. Er ist nicht rein. Wolltest du die Reinigung, John? Nein, Joseph. Du musst sie lieben, John. Lass dich von deiner Sünde nicht abhalten. Bring den zu mir. Trotz allem, was du getan hast, kannst du immer noch erlöst werden. Du bist nicht irrtümlich oder zufällig hier. Du bist hier durch die Gnade Gottes. Du hast ein Geschenk erhalten. Nun bleibt abzuwarten, ob du dich entscheidest, anzunehmen. Oder ob du ablehnst. Er wird die Entzündung erreichen. Oder die Tore nach Eden bleiben auch für dich geschlossen, John. Ja, Joseph. Du wirst erkennen, jede Sünde, die du je begangen hast, egal wie belanglos, egal wie klein, ich entreiße sie dir. Dann sehen wir, ob du die Entsöhnung wert bist.
Wenn wir einfach beichten, wenn wir einfach sofort beichten, wird alles gut, oder? Nein, erst wird es schlimmer. Wieso? Weil eine Beichte ohne Schmerz keine echte Beichte ist. Ihr schreit eure Sünden heraus, dann tragt ihr sie auf eurem Fleisch, bevor John sie euch abnimmt. Ein wunderbares Gefühl. Verfluchte Peggys! Sei kein Erbarmen. Bleib bei mir. Nach dem ganzen Ärger wollen wir dich nicht wieder verlieren. Etwas hitzig. Ich bin Jerome, der Pastor von Fort's End. Danke für deine Hilfe. Aber es ist noch nicht vorbei. Die Sekte verlagert den Rest der Gefangenen. Merle haben sie auch. Die Zeit läuft. Nimm dir, was du tragen kannst und rette sie. Ich rufe ein paar unserer Leute zusammen. Wir werden sie brauchen, wenn wir das durchziehen wollen. Wir müssen zu ihm! Wir können... Pass auf! Ich bin direkt hinter dir! Man muss tun, was nötig ist, um zu überleben. Ich kann so nicht abtreten! Rücke vor! Sie werden mich war schon tot. Danke. Schnell, Herr Petit. Krass, du hast mich gerettet. Sie wählen. Ich war nie freiwillig.
Diese Peggys wollen uns wirklich um jeden Preis in Johns Bunker bringen. Deputy, wir schicken dir einen Helikopter, der dich abholt. Halt einfach die Stellung, bis er da ist. Was zum Geier? Da! Leuchtfeuer! Jede Minute kreuzen hier noch mehr Peggys auf! Dass du da lebend rausgekommen bist. Das geht dich bisher nicht ganz genau. Dann jetzt aber sicher.
Ihr habt in unsere Gesichter gespuckt, uns Peggys genannt. Was ist passiert? Ich hab was gehört. Seid vorsichtig! Hilfe! Abwehr! Jahrestag des Todes von Klein Schnick. Du scheinst Ärger zu mögen. Ich heiße Grace. Ich habe schon gehört, dass da jemand der Sekte das Leben schwer macht.
Das ist ein gutes Timing. Siehst du die Gräber da unten? Da sind ein paar Kriegshelden begraben. Mein Dad ist einer von ihnen. Die Peggys wollen die Gräber schänden. Die wollen unsere Geschichte auslöschen. Uns demoralisieren. Uns brechen, damit wir aufgeben. Aber nicht, solange ich hier bin. Solange ich noch atme, rührt niemand das Grab von meinem Dad an. Ich bin eine gute Schützin, aber ich brauche Rückendeckung. Sie dürften gleich wieder da sein. Acht auf den Südosten! Yeah.
nur ein Chip. Ich schulde dir was. Nicht viele Leute hätten den Kopf für sowas hingehalten. Das bedeutet mir viel. Mein Dad sagte immer, solange wir aneinander glauben, gibt es noch Hoffnung. Wenn wir zusammenhalten und aufeinander aufpassen, kriegt die Sekte uns nicht klein. Keine Angst, ich werde jetzt nicht sentimental oder so. Aber wenn du jemals Hilfe brauchst, dann meld dich. Ich halte den Rücken frei. Ich kenne sie schon, seit sie ein Kind war. Ehrlich, knochenhart und eine Kämpfernatur, genau wie ihr Vater. Und wahrscheinlich eine deutlich bessere Schützin. Die wird dir auf jeden Fall noch den Arsch schlagen. Vielleicht hilfst du ja auch mir. Die Kultisten taufen immer Leute unten an der Sakristei. Ertränken trifft's wohl eher. Wir wollten sie ausschalten, wurden aber erwischt. Jetzt hat der Kult meine Leute geschnappt. Es sind so viele. Mit denen werde ich nicht fertig. Rette sie vor der Sekte. Dann bring sie zu einem Waffenversteck, das ich am Fluss angelegt habe. Bitte von hier wegzukommen. Bitte. John! Bin noch nie eine Geißel gewesen. Na dann, wo soll ich hin? Nein! Oh!
ändere die Position. Von mir kann ich nichts machen. Goldmedaillentreffer! In der Not. Halt den da drüben! Hab ich gehört! So habe ich mich seit Afghanistan nicht mehr gefühlt. Hey, hallo, Sir. Hey,